Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Santa's Rampage. Ich habe jetzt da hinten mal so gut wie alles sauber gemacht, also zumindest die ganzen Sachen weggeschmissen, die ich noch da so hatte. Das war einiges an Hin- und Herlauferei. Die letzten paar Trümmer wollte ich noch mit euch gemeinsam machen. Zack. Es ist auch nicht mehr viel. Also von daher habe ich euch diesmal verschont mit der Hin- und Herlauferei. Das war ja doch einiges. Yep. Genau, den da wollte ich mit euch noch aufheben. Das ist Catchy Little Arm. Der ist dann irgendwo in dem Container verschwunden. Den Container habe ich dann auch schon verbrannt. So, jetzt fehlt eigentlich echt nicht mehr viel. Ne? Ich weiß noch nicht, ob ich den einen Stuhl hier schon wegschmeißen soll, weil ich denke nämlich, da ist nochmal einer. Ich denke nämlich, dass ich vielleicht nochmal einen brauchen könnte. Keine Ahnung. Vielleicht ist es aber auch ein Ziel, dass ich alle Stühle verbrenne, die ich so finde. Das Zeug kann ich nicht nehmen. Da haben wir nur einiges zum Wischen. Da oben sind auch ein paar Stellen zum Wischen. Also würde ich sagen, ich hole mir mal einen neuen Eimer. Jawohl, danke. Dass wir hier mal ein bisschen reinigen. Der ist sauber. Dann legen wir doch mal da hinten los. Keine Ahnung, was das ist. Komme ich da hin? Oh ja, ich komme da hin. Auf den Tisch hoch komme ich nicht. Wahrscheinlich bloß mit dem Stuhl oder so. Hallo? Warte mal, dann nehme ich mir... Geht es damit? Nö. Okay, das ist einfach nur eine andere Technik zum Sauberwischen. Der ist doch eigentlich sauber hier, oder nicht? Naja, gut. Machen wir mal rein hier. Ja. So, ein bisschen gemeinsam müssen wir jetzt noch sauber wischen. Es ist auf jeden Fall einiges. Das wollte ich aber mit euch gemeinsam machen. Da wollte ich... Ah, verdammt. Moment. Den muss ich dann wohl wegtun. Gleich einen neuen Eimer holen. Da braucht man aber einiges an Eimern. Ja, jetzt. Was für eine Sauerei hat er da gemacht, der Santa, hä? Moment, gleich lieber nochmal. So. Und da oben, da haben wir ja noch was, ne? Ah, das geht doch. Man kommt doch hin. Okay, man muss nur sehr genau zielen. Ja, geht. Da komme ich irgendwie nicht hin. Na gut, aber da komme ich hin. Na. Und ist es Wasser? Nee, das geht noch. Bisschen geht noch. Ah, und schon verschmiere ich wieder. Nee.
HMS voll, voll dreckig. Ich denke auch mal, dass wir unten recht viel brauchen. Wenn ja da die Rentiere waren, die Armen. Oh je. Es heißt schon nichts Gutes, wenn man nur die Treppe runterschaut. Ne, da muss ich tatsächlich auf den Tisch drauf. Sauber machen, danke. Und schnappen wir uns nochmal den Stuhl. Ah ja, gut, da komme ich drauf. Schauen wir mal. Jawohl. Da komme ich hin. Ja, einfach ein bisschen hüpfen, dann geht's auch, ne? Na gut, das ist weit genug unten. Noch irgendwas an der Decke? Da haben wir noch einen roten Fleck. Oh, Entschuldigung. Da ist auch noch ein bisschen. Moment. Scheiße. Oh Mann. So, weg damit. Den Eimer kann ich jetzt auch weghauen. So, holen wir gleich den neuen. Oh je. Na. Nimm das Ding halt. Hallo? Ah, jetzt. Ein klein bisschen Hirn. Auch Kleinhirn genannt, ne? Ja, für das Game braucht man auch nicht sehr viel Hirn. Gut. Damit ist das sauber. Da war eigentlich nichts. Die Tür ist sauber. Dann würde ich sagen, wir legen mal hier ein bisschen los. Wenn ich schon den Eimer Wasser hier habe, ne? Ja. So. Gut, damit ist das hier sauber. Machen wir den Lappen nochmal. Dann schmeiße ich das Ding gleich weg und hole mal so einen Bioabfall. So. Ich würde sagen, wir schauen mal nach unten. Oh je. Okay, die Rentiere hat es komplett zerlegt. das Geweih, das muss ich halt... Moment. Die muss ich wahrscheinlich hochschleppen, weil die kann ich ja so nicht in den Container tun. Uiui. Blitzer, Blinker, wie sie denn alle heißen, ne? Snowy Stuffles. Snowy Stuffles. Schmeißen wir alles da rein. Auch die Püppchen. Gehst du rein? Okay, in kleinen Häppchen ist es natürlich leichter. Snarky Tickles. Ja, ich meine, Santa hat schon vieles an Helferlinge, ne? Damit kann ich... was? Whimsical Tiny Toes. Kann ich den ganzen Eimer vielleicht... Moment, das da wollte ich nochmal. So.
Bleib. So. Die Hälfte unterwegs verloren, ne? Eieiei. Ich hoffe, das wird mit dem Ding nicht passieren. Ich weiß nicht, warum die Teile hier so blöd sind. Alles andere ist eigentlich... Na, alles gut. Ups, bisschen zurück. Da rein mit dir. Eieiei. So, Sekunde und rein damit. So. Nehmen wir gleich den nächsten Container mit. Okay. Das, so war das jetzt nicht geplant. Das heißt, die Maschine muss ich auch nochmal sauber machen. Aber ich würde mal sagen, die Maschinen sind echt das Letzte, was wir machen sollten. So. Einmal drehen, bitte. Ja. Yummy. Da, heute gibt's Wild. Das sollte der Weihnachtsbraten... Nein! No. Das sollte der Weihnachtsbraten sein, oder? Bleibst du drin? Ah, jetzt. Ja, das Ding ist ja gleich voll, ne? Moment. Ah, das bringt fast nichts. Weil der auch so wackelt hier. Ah, ich kann auch... Ah, gut, gut. Das muss man natürlich wissen, wenn ich auf... Shift drück, dann laufe ich langsam, dann wackel ich nicht so rum. Mhm. Wie kamen die in die Maschine rein? So. Das ändert natürlich jetzt einiges, ne? Oh, Dynamit, ich weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt... Ist da auch was drin? Nee. Also das Dynamit lasse ich mal lieber liegen. Oh, was haben wir denn da? Oh, die haben gespielt, oder was? Die haben dieses Nerf-Zeug gespielt. Oder sie haben versucht, sich zu verteidigen damit. Tja. Aber damit kann man nicht sehr viel... machen. So, dann haben wir hier noch diese komische Waffe. Rein damit. So, wer bist du? Whiny Whimper bist du? Das tun wir jetzt mal damit rein. Da haben wir noch Patronen, die rein müssen. Ich bin mir fast schon sicher. Dass man die Patronen alle finden muss. So. Und rein damit. So. Wimpy Wiggle. Und Pixie Jungle Feet. Was haben wir da? Noch was zum Abnagen?
da noch was? Oh, das ist die Rentiernase. Die leuchtende. Naja, dann... So, ich hoffe mal, dass der neue Weihnachtsmann, der neue Santa Claus, dass der nicht so barbarisch ist. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie drauf achten muss, so von wegen, was ich in die Behälter rein tue. Eigentlich ist es mir egal. Das war ein Molly, ne? Wieder mal. Da steht auch noch einer. Ja, vorsichtig. Oh, die darf ich aber nicht... warte mal. Die stelle ich lieber mal damit hin. So. Noch irgendein Kleinzeug? Na, das ist kein Kleinzeug, ne? Das muss ich so wegbringen. Rennen kann ich nicht, aber ich renne ja eigentlich schon, ne? So. Du kommst da noch mit rein. Jawohl. Weiß nicht, vielleicht soll ich das Ding ja auch hier unten zünden. So. Da haben wir noch ein Püppi. Na? Rein mit dir? So. Jetzt mal ganz vorsichtig, dass ich da alles auf einmal reinbekomme. So. Jetzt müssten wir ja eigentlich... alle Zwerge zumindest schon mal. Oh, da haben wir noch Rentiere. Alle von diesen Elfen müssten wir jetzt halt eigentlich schon weg haben, oder? Vermute ich jetzt mal. So, das stellen wir mal dahin. Dann tun wir mal noch das, die Überbleibsel vom Rentier weg. Schade um den leckeren Braten, gell? Ja, man muss nur ein bisschen... Moment. Bisschen mehr so und... Oh, passt schon. Kleber? Und das andere Stück. So. Und noch ein Stück. Okay, es waren drei. Jetzt haben wir hier noch Dynamit. Wir haben natürlich hier noch ganz viel Schmotter an den Wänden. Liegen tut aber hier jetzt nichts mehr, ne? Jetzt schmeiße ich auch meinen Molly da rein. Mal schauen, was passiert. So, da ist jetzt nichts weiter. Da auch nicht. Da haben wir noch eine Lampe. Komm. Ich schau mal, ob ich die da mit reinbekomme. So. Und ab nach oben. Ah, geht schon besser jetzt. Übung macht's. So. Dann kann das alles verbrennen. Dann warte mal. So. Die Teilchen, die tue ich jetzt mal separat rein. Äh.
Dann würde ich tatsächlich sagen, das mache ich jetzt mal. Nehmen wir uns mal einen Molly. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Nicht, dass mir das Ding in der Hand angeht. Aber eigentlich nicht. Ui. Okay. Nicht gut. Wenn ich die mit ins Feuer schmeiß, das wird einen ganz schönen Bums geben. Vermute ich mal. Das machen wir doch einfach mal. So. Schön da rein. Bisschen TNT schadet nie. Moment, da liegt noch eine Scherbe. Ist klar, von dem Molly, den ich da hergeschmissen habe, ne? Ansonsten brauchen wir auf jeden Fall Putzeimer. Da liegt noch eine Scherbe. Gut. Halt. Da liegt noch eine Patronenhülse. Oh. Ihr glaubt gar nicht, wie schwer das ist. Also, das zu handeln. Oh Mann. Alter. Jetzt fliegen die Pfeile sogar schon raus. Ich will doch nur das da. Okay. Ich leg dich jetzt da oben drauf. Dann nehme ich den Eimer und dann wird... Vorsichtig. So, ich hol den Dynamit noch. Das wird bestimmt lustig. Und? Ja, okay. Das habe ich mir aber schon gedacht. Hä, wo kommt denn die Mütze her? Eieiei. Eine Sauerei wieder. Aber ein paar Sachen sind ja noch da hier, die wir verbrennen müssen. Da ist unter anderem nochmal ein Molly. Den lasse ich aber auch so drin. Der geht bestimmt auch kaputt. So. Den Eimer hat es natürlich rauskauen. Von der Explosion. Ups. Das war wahrscheinlich der Molly, der explodiert ist. Oh. Nein. Einmal da rein, bitte. So, ich weiß gar nicht, wo das Ziel ist von dem Game. Also ich meine, klar, ich muss hier irgendwie sauber wischen, ne? Alles reinigen. Aber woran merke ich, dass ich fertig bin? Ich habe ja hier nirgends eine Anzeige oder sowas, auf der dann steht, du hast es geschafft. Also oder so und so viel Prozent habe ich schon und das fehlt noch. So, da unten ist noch ein bisschen Dreck.
So, ich würde sagen, ich nehme mir auch gleich einen neuen Eimer raus. So. Die kleinen Elfenhandabdrücke hier. Ich weiß nicht, ob ich das Zeug hier zusammenkehren muss vielleicht. Da oben auch irgendwas? Nö. Das wird jetzt halt langsam. Okay. Ein neuer Eimer ist fällig. Ein neuer Eimer ist fällig, habe ich gesagt. Oh je. Wie häufig kommt denn da ein Hand oder ein Bein raus, Mensch? Da 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 da. So. Ah, super. Solange der Schrubber nicht richtig dreckig ist, ne? So wie jetzt. Nein! Das waren diese Nerf-Teile. Und ich denke mal, dass ich die auch wegwerfen muss. Gut, aber die kann ich jetzt halt in den Eimer tun. Dann stelle ich den mal dahin. So, und dann ist mir noch aufgefallen, als ich den Part nochmal gestartet habe, dass oben ja diese komische Anlage ist, wo man diese Stempelkarte oder was weiß ich durchziehen muss. Vermutlich muss ich, wenn ich denkt, dass ich fertig bin, da das Ding bewegen. Keine Ahnung. Wir probieren es einfach mal. Ups, das war nix. Und das letzte noch. Hoffe ich mal. Schauen wir mal. Ah, yeah. Ich sehe jetzt auch sonst nirgends mehr irgendwas rumglibbern oder so. Dann vermute ich mal, soll es das jetzt gewesen sein. Da noch irgendwas? Nee, ne? So, dann tun wir mal den Eimer noch ins Feuer. Und dann würde ich sagen, Sekunde mal. Wahrscheinlich schon Augenüberreizung. So, da war noch ein Fleck. Ist sonst noch irgendwo ein Fleck? Nee, dann würde ich sagen, ich gehe mal hier an dieses Ding hier. Hier steht nämlich irgendwas von wegen, please swipe your card and pull the crank. Attention, do not put gum or around, also Gummi around, activate. I am proud, I don't care, no I'm not
done yet. I was just checking the machine. I wish I would can do. Also ich wünschte, ich könnte mehr tun für meine Company. Give me some paperwork. I'm proud of my performance and certain will meet with approval. Okay, the office. Schauen wir mal. Das demoted. Was heißt demoted? Ja, demoted. Conclusion, bla bla, okay. Okay, Performance 90%. Zeit, die ich gebraucht habe, insgesamt 2 Stunden 24. Alleine. Okay. Also im Grunde habe ich es nicht komplett geschafft. Soll das heißen, oder? Was ist das? Polar Sonation Official Inspection. Okay. Nordpol Quarantäne. Okay, da gibt es ja noch mehr, ne? Chips. Was haben wir da noch? Alpine Recline. Also es gibt noch mehr Aufträge, die man machen kann. Oh, wie geht's da? Okay, das ist mein Lager anscheinend oder sowas. Das ist mein Schrupper. Irgendwelche Dosen. Eine Lampe. Ein Eimer. Okay, keine Ahnung. Das scheint das Office zu sein, in dem ich arbeite. Elf Dice on the Job. Okay. Elfen wurden quasi überfallen. Während Heiligabend. Okay, also die. Ja. Tut mir leid, aber die sind. Haben leider nicht überlebt. Was haben wir da noch? Dear Scum. Okay, also dir Scum. Scum ist ja Dreck oder Schmutz. Ich hoffe, du hast einen verrotteten Christmas, also Weihnachtspudding bekommen. Dreck. Ich hoffe, du bekommst ein absolut enttäuschendes Geschenk und stirbst. Your style sucks bad. Eat eggnog and die. Ich soll, ja, verrottete Eier im Grunde essen und sterben. Diese Nachricht wurde generiert von hatemail.com. Super low price, hate mail delivered directly to your target. Also diese Plattform liefert direkt zu deinem Ziel. Genau, Santa Claus, hate mail, don't be hating, be mailing. Oh, meine Güte. Okay, also war recht funny, muss ich sagen. Exit the office? No. Obwohl, könnten wir jetzt ja zum Schluss mal machen. Da habe ich noch... Ah, neue Mobs. Brauche ich noch nicht. Keine Ahnung. Nice. Was ist das da oben? Achso, das ist dieser Scanner. Wo ich ja auch nicht wirklich gecheckt habe, was das sein soll, ne? Aber okay, wir haben's. Ich schaue jetzt halt noch, was ich hier Exit the Office machen kann. Ah, okay, da kommt man dann wieder ins Menü. Alles klar. Leute, wenn es euch gefallen hat, gern ein Like da lassen. Wenn es euch nicht gefallen hat, auch von mir aus ein Dislike. Supportet alles meinen Kanal. Von daher bin ich da auch nicht böse. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch wunderschöne Tage. Kommt gut rüber ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß, bleibt gesund im neuen Jahr und ich hoffe, dass wir noch ganz viele Games miteinander ausprobieren können. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten, schönen Tag noch, schönen Abend noch, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.